heavenly hosts. Demons of the infernal realms and spirits of the ancestors, I call upon you to bind Donald J. Trump so that he may fail utterly, that he may do no harm to any human soul, nor any tree, animal, rock, stone, stream, or sea. Bind him so that he shall not break our polity, usurp our liberty, or fill our minds with hate, confusion, fear, or despair. Cancel Culture ist ein ziemlich unnützer Begriff, weil unter diesem Begriff so viele verschiedene Dinge zusammengefasst werden, dass am Ende des Tages gar nichts dabei rauskommt. Es lohnt sich vielleicht trotzdem ein bisschen genauer hinzuschauen, schon allein deshalb, weil wir ständig damit konfrontiert werden. Ich habe im Herbst letzten Jahres einen Essay über Hexen und Cancel Culture geschrieben. Der Zusammenhang erschließt sich ja eigentlich ziemlich klar. Und ich lese jetzt ein bisschen was daraus vor. Zentraler Bestandteil jedes magischen Rituals ist ein Zauberspruch. Die Sprache nimmt in der Magie einen wesentlichen Platz ein. Sie ist hier gleichzeitig Sprechakt und performativer Selbstzweck. Hexen und Zauberer wissen also um die Macht der Sprache. Ein politischer Kontext, in dem die Sprache eine große Rolle spielt und dem außerdem auffällig häufig von einer Hexenjagd oder einer Hexenjagdatmosphäre die Rede ist, ist die verfemte Kultur der politischen Korrektheit. Ungefähr einmal im Monat fühlt sich ein Feuilleton-Journalist dazu berufen, dem originellen Gedanken Ausdruck zu verleihen. Wir lebten in einer Welt, in der sowohl die Kunst als auch die Meinungsfreiheit massiv durch diese Kultur bedroht ist. Folgt man ihren Ausführungen, könnte man den Eindruck bekommen, Gegner rassistischer und sexistischer Sprache belegten fortlaufend Kunstwerke, Filme oder Gedichte mit Flüchen. Die Kritik an der Kunst wird zum groß angelegten Schadenszauber umgedeutet, die allein durch ihre Äußerung das Grundgesetz aus den Angeln hebt. Widerspruch und Ablehnung werden in dieser Lesart zu Sprechakten, zu Handlungen. Natürlich könnte man das von der anderen Seite auch behaupten, schließlich sind es oft rassistische oder sexistische Worte, die kritisiert werden. Manchmal sind es auch Bilder oder Narrative, muss der Vollständigkeit halber gesagt werden, aber hauptsächlich liegt das Augenmerk auf ein Bewusstsein für Sprache. Der Unterschied ist, dass rassistische und sexistische Beleidigungen tatsächlich gewalttätig sind, mindestens aber zu Gewalt führen können. Wenn ein Kunstwerk ob seines Rassismus kritisiert wird, ist allein durch die Aussprache der Kritik noch nichts passiert. Wenn jemand rassistisch beschimpft wird, ist das eine aktive Veränderung der Realität, ein Sprechakt, ein Schadenszauber. Bei dem Zauberspruch, den ich eben vorgelesen habe, wurde das Wort binden, to bind, mit Bedacht gewählt. Im Gegensatz zu einem Fluch, bei dem jemandem Schaden zugefügt werden soll, wird hier versucht, jemanden davon abzuhalten, Schaden anzurichten. In der magischen Welt wäre Rassismus also der Fluchtext, während die Kritik am Rassismus einen Bannkreis zu formen versucht.